Der FC Bayern hat den umstrittenen Sponsoring-Vertrag mit der katarischen Fluglinie Qatar Airways nicht verlängert. Demnach haben sich die Verantwortlichen beim FCB gegen eine Verlängerung des auslaufenden Vertrages entschieden, berichtet die TZ. Die Airline war seit Sommer 2018 Sponsor der Münchner. Seitdem gab es teils heftige Kritik von den eigenen Fans. Dass der Vertrag ausgelaufen ist, kommt etwas überraschend. In den letzten Wochen standen die Zeichen eher auf eine Verlängerung des Deals. Nun muss sich der Verein nach einem neuen Ärmelsponsor umschauen. Gerüchten zufolge kassierten die Bayern rund 25 Millionen Euro pro Jahr von Qatar Airways. Wie die TZ aus Vereinskreisen weiß, sei das Ende des Sponsorings das Resultat eines langen Prozesses gewesen.